Ich hatte es so gehofft, dass ich das nicht allzu häufig nochmal machen werde, ne? Aber ich muss diese Ansprache, ich bin dafür berühmt geworden, ich muss es jetzt mal wieder tun. Ich weiß, viele erwarten das von mir. Ich weiß, viele sind auch nur deshalb hier bei mir heute im Stream. Und deshalb sage ich jetzt, was ihr alle hören wollt. Lasst verfickt nochmal ein Sub da. Amazon Prime ist kostenlos. Wir sind auf dem Weg zum Level 7 Hype. Ja. Chat, wusstet ihr eigentlich schon das Neueste? Warte mal, was war der Wortlaut? Wir haben gefährlich und wuchtig nach vorne gespielt. Ah, nee! Unangenehm und wuchtig nach vorne gespielt. Digga! Also, ich untalentiertes Stück Scheiße hab wirklich 3 Jahre lang am Stück auch 5 Minus in Physik durchschnittlich geschrieben. Und ich schwöre bei Gott, ich hätte mich mit mehr Berechtigung danach hinstellen können, vor meiner Mutter und hätte sagen können, ey, ich hab unangenehm und wuchtig diese Physikklausur geschrieben. Unangenehm und wuchtig war die. Digga, mir steht es bis hier, Alter. Meine Eier sind geplatzt im Stadion. Junge, vor mir saßen Zuschauer. Kein Front an dich, wirklich, warst ein netter Kerl, bist mir nur ein bisschen auf die Eier gegangen, weil du mich alle 3 Minuten gefragt hast, ob ich ein Stadion-Vlog mache. Nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht, das Ding wäre nicht jugendfrei geworden. Das Ding wäre aber straight up ab 18. Ich hätte mindestens 3 Partner verloren. Heilige Mutter Maria und mein Vater, ich hätte die Hälfte von dem, was der gesagt hat, rauspiepen müssen. Weil Leute, die mich länger kennen, die wissen, mein Papa ist wirklich meine Version in noch schlimmer, weil der hat keine Partner, die er verlieren kann und keine Zuschauer, die auf ihn sauer sein könnten. Der Mann schreit im Stadion einfach rum, wie er Bock hat. Ich habe ja wirklich einiges gesehen. Ich habe ja schon wirklich als Schalke-Fan viel durchgemacht. Ich habe schon viel gesehen. Ich bin jetzt auch 24. Ich würde mal sagen, aktiv mit Gehirn verfolge ich den FC Schalke 04 so seit 19 Jahren. Glaubst du, mit 5 Jahren checkt man ab und zu so langsam, ne? Ja, sag mal, ist ja auch egal. Und ich habe schon einiges gesehen. Ich war live dabei, als wir den DFB-Pokal gewonnen haben. Ich habe gesehen, wie unser Verein auswärts in Real Madrid 4-3 gewonnen hat. Ich habe gesehen, wie wir letztes Jahr mit Gramozis Ball in Regensburg richtig gefickt worden sind. Ich habe Sachen gesehen. Ich habe gesehen, wie wir letztes Jahr phasenweise ein Spielsystem hatten, das hieß Owoyan und Yalla. Haben wir den Ball unseren Linksverteidiger rüber gepölt und der hat das Ding gefühlvoll nach vorne gewichst, in der Hoffnung, dass er die Rolle steht. Und das hat ab und zu funktioniert und wir haben uns darüber aufgeregt. Wir haben gesagt, ey, eigentlich musst du irgendwie ein bisschen mehr spielerische Lösungen finden. Und Bruder, es ist einfach noch schlimmer geworden. Guck dir das an, ich habe Gänsehaut. Ich habe Gänsehaut, der fokussiert es nicht. Unsere Taktik ist jetzt nicht mehr Owoyan und Yalla. Unsere Taktik ist jetzt Yalla. Du musst mal einen Trainer finden, der deinen offensiv besten Kreativspieler draußen lässt, dann diesen Rucksack von Rodrigo Salazar nimmt. Das ist so ein dicker Scout-Rucksack. In diesem Scout-Rucksack ist eine Flasche Wasser drin, da ist ein Apfel drin, die Mama hat ein paar Brötchen geschmiert, ja? Dann gibt es noch irgendwie so einen kleinen Kinder-Bueno ist da auch noch drin, so eine kleine Schulmappe. Und dann ist da so ein großes Heft drin, da steht drauf spielerische Ideen. Und Frank Kramer nimmt diesen Rucksack, läuft rum in der Mannschaft bei der Startaufstellung, nimmt diesen scheiß Rucksack und kettet den an unseren Torhüter. Unser Torhüter ist unser Spielmacher. Du kannst es dir nicht ausdenken. Was bin ich sehend? Was bin ich sehend? Dann bieten sich unsere Innenverteidiger. Die bieten sich beim Abstoß an und sagen, hey, Schwolo, mein Bester, gib mal eine kurze Murmel rüber. Und dann meckert der die an. Der meckert der die an und sagt, nee, nee, lieber unangenehm und wuchtig. Lieber unangenehm und wuchtig. Und dann stehst du da mit deinem Frank-Kramer-Ball. 8,5 defensive Leute auf dem Platz. 0-2 nach einer halben Stunde. Wirklich. Ey, clap. Ey, clap, Digga. Wirklich. Ich klatsche den ganzen Tag, ne? Ohne Witz. Ohne Scheiß. Ich bin an dem Punkt, wo ich mir die Saison von vor 2 Jahren zurückwünsche. Weil da war unsere Mannschaft einfach ein unsympathischer Haufen.
ja, wo wirklich die Hälfte nicht mal vor den Ball treten konnte. Da sind wir richtig, richtig, richtig verdient abgestiegen. Aber ohne Witz, diese Saison triggert mich wirklich geisteskrank, weil wir haben eine gute Mannschaft zusammen. Mit der Mannschaft musst du nicht absteigen. Du hast junge, talentierte Spieler im Kader, aber du hast einen Trainer, der es einfach nicht gebacken bekommt. Und das triggert mich einfach so krass in die Hölle. Ich sag's zum 10. Mal, bevor mich wieder irgendwelche Dortmund-Frederik-1909-Ballspielverein-Fan21 auf Twitter falsch verstehen wollen. Ich habe nicht erwartet, dass wir mit dieser Mannschaft Hurra-Fußball spielen und in einem Derby 3 Tore schießen oder irgendwie nach 10 Spielen 25 Saisontore erzielt haben. Aber ich hätte gerne eine Mannschaft, die eine andere Spielidee hat, als einfach den Ball lang nach vorne zu pölen. Und das kotzt mich so geisteskrank an. Henning Matriciani, der Bruder wird von allen gehatet. Ich würde den so gerne in den Arm nehmen, der tut mir so leid, Mann. Henning Matriciani weiß selber nicht, warum der spielt. Henning Matriciani ist ein Viertligaspieler und irgendwas sieht Frank Kramer in dem, was kein anderer sieht. Mann, Henning, wenn du siehst, du tust mir leid, ehrlich. Du tust mir leid, ich bin dir nicht böse. Ich bin dir wirklich nicht böse. Du kommst aus der zweiten Mannschaft. Du hast echt mit deiner Frisur ein bisschen Pech gehabt. Wenn du willst, ich klär dir einen Kontakt in Düsseldorf. Ich hab die Scheiße auch hinter mir. Dann lachen nicht mehr so viele über dich. Real Talk, ich mag dich. Du bist ein sympathischer Typ. Alles, was man über dich hört und liest, ist super. Aber du bist kein Bundesligaspieler. Und ich nehm's dir nicht übel. Du kannst doch nichts dafür. Du bist das ärmste Schwein des ganzen Vereins. Und Rodrigo Salazar existiert. Und das muss man erstmal schaffen. Der kommt aus der zweiten Mannschaft, kickt in der vierten Liga, ist nicht mal auffällig in dieser Liga. Irgendwann kommt mal jemand auf die Idee, hey, nimm mal den Typ mit in die erste Mannschaft, der ein bisschen aussieht wie Mario Basler. Vielleicht kickt er ja auch so ähnlich. Nein, Spoiler, tut er nicht. Du hast Cedric Brunner geholt, der ist verletzt. Memecan Aydin, ich glaube, er hat Frank Kramers Mutter. Das kann ich mir nicht erklären. Ja, ohne Witz. Und dann spielt dieser Matriciani und oh Wunder, ein durchschnittlicher Viertligaspieler spielt wie ein durchschnittlicher Viertligaspieler. Nein, wer hätte das gedacht? Wer hätte es gedacht? Also, Frank Kramer, wirklich, auch nichts gegen Frank Kramer. Sympathischer Typ, nette Pressekonferenzen. Aber ist es einfach nicht. Ohne Witz, ich will, also, Frank Kramer, Bruder, hast du eine Wette verloren? Zwinker mal auf der nächsten PK zweimal links, wenn Apo Rettich für ein Placement straight up in die Insolvenz mit reingeritten hat. Zwinker zweimal, wenn du bei einem Prank-Experiment mit dabei bist. Hast du irgendwie, willst du irgendwie, dass alle Fans dich scheiße finden? Was willst du? Erklär's mir. Erklär's mir einfach nur. Die Mannschaft liegt nach 25, 30 Minuten 2-0 hinten. Und wir Schalke-Fans, wir haben's ja begriffen, ne? Wir sind nicht mehr, also zumindest viele von uns, mir eingeschlossen. Viele von uns sind nicht mehr solche verblendeten Vollidioten, die vor 3 Jahren noch gedacht haben, ach, das ist nur eine Phase mit unserem Verein. Das ist nur eine Phase, nächstes Jahr wieder Europapokal. Nee, haben wir alles verstanden. Glaub mir, die Saison in der zweiten Liga und das Jahr davor, das hat uns auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Für uns geht's um nichts anderes dieses Jahr, als irgendwie eine zweite Mannschaft neben Bochum zu finden. Kein Disrespect, die noch beschissener ist als wir. Das wissen wir. Und wenn Weihnachten, Ostern und vielleicht noch Silvester auf einen Tag fällt, dann wären wir vielleicht sogar 15. Und dann gehen wir aus dieser Saison raus und sagen, Halleluja, wir haben es irgendwie geschafft. Aber, und das ist mein Punkt, seit ungefähr dem ersten Spieltag, wenn du irgendeinen Fan fragst, wo drückt denn der Schuh, dann wird dir jeder Fan sagen, uns fehlt offensiv die Kreativität. Du hast einen Spieler, der es geschafft hat, innerhalb von einem Jahr zu einer absoluten Identifikationsfigur zu werden. Du hast da einen Spieler, der in den ersten beiden Spielen gegen Köln und Gladbach direkt gezeigt hat, dass er was im Kasten hat, auf dem Kasten hat. Und du lässt den draußen. Und das tust du nicht einmal, das tust du nicht zweimal, das tust du konstant. Und wenn Salazar, wenn er eingewechselt werden würde, jedes Mal einen Haufen Scheiße spielt, dann würde ich das ja verstehen. Ja? Und ich kann auch bestimmt nicht ganz objektiv bleiben, weil ich mit Rodri echt cool bin. Kann ich bestimmt nicht. Bin bestimmt hier nicht objektiv. Aber um mich geht's nicht. Es geht darum, ob du als Trainer einen Verein verstehst. Und wenn du nach 20 Minuten Betonfußball, der unangenehm und wuchtig ist, 0-2 hinten liegst, deine Mannschaft zum Aufwärmen schickst und die ganze Arena Salazar, Salazar,
Salazar brüllt und du dann immer noch nicht das Rückgrat hast, dir einzugestehen, dass du reingeschissen hast und den einzuwechseln, dann hast du diesen Verein einfach nicht verstanden. Dann hast du ihn nicht verstanden. Und ja, jetzt ist es egal. Der Typ ist eh verletzt. Ey, wir haben auch am Fuß, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Wir haben eh reingekotet. Salazar, Mittelfußbruch, Sepp Vandenberg, ich weiß gar nicht, was der hat. Ruven Schröder. Ruven. Don Ruven. Ich bin dir so dankbar für das, was du in den letzten 2 Jahren gemacht hast, ne? Du hast geile Leute geholt. Du hast richtig gute Entscheidungen getroffen. Und jeder, der auch nur ansatzweise die Schalke-Doku gesehen hat, der hat sich in Ruven Schröder verliebt. Und ich heb die Hand, ich bin in love. Ich würde für den Mann durchs Feuer gehen. Und ich glaube, das würden auch 95% der Schalke-Fans. Aber Ruven, tu dir selbst und uns allen einen Gefallen. Bitte such nie wieder Trainer aus. Das hast du einfach nicht drin. Kannst du einfach nicht. Und ich kann euch nur nochmal meinen Tweet vorlesen, den ich aus tiefstem Hass am Sonntag getweetet habe. Ich lese ihn euch nochmal vor und das ist eigentlich auch genau mein Standpunkt. Und ich habe auch wahrscheinlich die Hälfte vergessen, die ich hier gerade sagen will. Aber ich lese vor. Was mich aktuell am meisten bricht, ist, dass du der Mannschaft ansiehst, dass sie Bock, Ideen und die nötige Leidenschaft mitbringt. Man sieht der Mannschaft aber außerdem an, dass ihr vom Trainer quasi Fußballspielen verboten wird. Ich habe genug gesehen. Natürlich wünscht sich jeder Konstanz auf der Trainerbank, aber was Kramer da abliefert, ist mehr als fragwürdig. Mach Konstanz, sehr gerne sogar. Aber dann spar zum Teufel nicht immer jeden Cent am Trainer. Du hast 10 Lösungen genommen und du hast 10 Lösungen bekommen. Und genau so ist es. Und eigentlich habe ich der ganzen Geschichte nichts hinzuzufügen. Weil, ja, wir sind finanziell in einer beschissenen Situation. Und ja, wir haben auch bestimmt in der Vergangenheit schon mal verdienten Trainer zu früh die Tür zugemacht und sie rausgeworfen. Aber was mich viel mehr nervt, als dass wir zu viele Trainer in den letzten 20 Jahren entlassen haben. Ich würde jetzt aus dem Stegreif heraus sagen, ich bin 24 Jahre alt, ich habe mindestens 30 Schalke-Trainer mitgemacht. Ich sage, ich habe mehr Schalke-Trainer als Lebensjahre mitgemacht. Aber egal. Was mich viel mehr nervt, als dieses, wir haben zu viele Trainer rausgeschmissen, ist einfach dieses Argument mittlerweile für Trainer, wie bei David Wagner, wie bei Manuel Baum, wie bei Dimitrios Gramotzes und jetzt auch bei Frank Kramer, deren größtes Argument ist, du kannst ja jetzt nicht schon wieder einen rausschmeißen. Wir wollen doch mal langsam Konstanz. Und ich erzähle euch seit 3 Jahren das Gleiche und ich kann mich nur nochmal wiederholen. Bruder, das geht mir so geisteskrank auf die Eier. Ohne Scheiß. Ich habe das Beispiel damals gebracht. Ich bring's jetzt nochmal. Mach die ganze Fußballromantik da weg. Du hast einen Pizzaladen. Ja? Du hast einen Pizzaladen und gegenüber von dir ist auch ein richtig geiler Pizzabäcker. Irgendwann stellst du fest, die Pizzeria gegenüber, die läuft deutlich besser als wir. Deren Pizzeria, keine Ahnung, die haben einen richtig krassen Pizzabäcker. Schmeckt einfach irgendwie alles geiler. Und du? Du hast folgende Option. Okay. Ich suche jetzt so lange einen verdammten Pizzabäcker, der das hier vernünftig hinbekommt, damit mein scheiß Laden läuft. Weil die Zutaten habe ich. Die Zutaten sind frisch. Ich habe einen super Bauernhof, guten Kontakt zu dem. Mein Teigrezept ist der Wahnsinn. Die Tomaten, die ich krieg, sehr gut. Die Salami vom Bauer, sehr gut. Ich habe nur ein Problem, der Pizzabäcker. Der ist das Problem. Der die ganzen Zutaten zusammenfügt. Und ich hole mir irgendeinen Spanier. 2 Monate gucke ich mir das an, ist nix. Ich suche mir irgendeinen deutschen Herbert. Guck mir es 3 Wochen an. Der Typ kann gar keine Pizza backen. Ich fahre nach Italien. Ich suche mir irgendeinen Francesco. 3 Wochen, der Typ weiß auch absolut nicht, was die Deutschen für eine Pizza essen wollen. Ich gehe nach Holland. Hol mir den Pizzabäcker, der es bei mir schon mal 10 Jahre lang gut gemacht hat. Aber der Mann, der ist wirklich mindestens 20 Jahre zu alt. Der hat auch seinen Ruhestand verdient. Den lasse ich das übergangsweise 3 Wochen machen. Danach ist auch wieder vorbei. Und dann hole ich mir irgendwann so einen Pizzabäcker. Der ist eine günstige Option. Der hat auch nur 1 Jahr Vertragslaufzeit. Und der macht eine Pizza, die ist ganz in Ordnung. Die ist nicht geil. Überhaupt nicht geil. Aber die schmeckt auch nicht so scheiße, dass jeder abkotzen geht. Und anstatt, dass ich mir dann da überlege, ey, ich sollte aber mal weiterhin darauf achten, dass ich mir vielleicht irgendwann mal einen geilen Pizzabäcker hole, sage ich dann irgendwann einfach,
Ich hole mir keinen neuen Pizzabäcker mehr. Wir müssen ja jetzt langsam mal hier Konstanz auf der Position reinbekommen. Junge, was ist denn das für eine dumme Scheiße, Alter? Ich kann das nicht mehr hören. Ja, mach Konstanz. Ey, bitte. Ich will doch auch endlich mal einen Trainer haben, wo ich weiß, dass der länger als ein Jahr im Amt sitzt. Aber dann muss ich auch mal irgendwann einen Trainer holen, der nicht die D-Lösung ist, der nicht 4,20 Euro im Monat kostet und deren größtes Erfolgserlebnis bis jetzt irgendwie 30 Spiele mit Bielefeld waren. Mann, da muss ich da vielleicht auch mal irgendwann Regal höher greifen. Weil das bringt nichts, wenn du dir eine halbwegs konkurrenzfähige Mannschaft zusammenstellst und am Ende aber wirklich immer konstant Tröten einstellst. Mal ohne Flachs jetzt. Wann hatten wir denn letzte Mal einen Trainer, der gut war? Ich weiß es nicht. Kein Plan. Also ohne Witz, du kannst ja sagen, was du willst. Einige schreiben jetzt Tedesco rein. Aber Tedesco wurde auch absolut zu Recht entlassen. Kannst du mir sagen, was du willst? Und wer war denn davor der letzte Trainer, wo du sagst, ja okay, da hat man vielleicht länger dran festhalten sollen. Jens Keller würde mir jetzt spontan einfallen. Das ist 7 Jahre her. 7 Jahre. Und jetzt sitzt du hier, weißt selber nicht, wie du auf Platz 15 bist. Hey Mann, und das nervt mich so krass. Du hast ja Jungs, die kicken können. Ohne ich könnte jetzt noch auf spielerische Sachen eingehen, ne? Also, das Ding mit Matriciani, ich sag's nur nochmal, ey, der Bruder tut mir so krass leid. Ich saß gestern da, wo ich saß. Ich glaube, ich habe innerhalb von 90 Minuten, ich habe wirklich an Beleidigung alles gegen Henning Matriciani gehört, was man sich vorstellen kann. Der tut mir so leid. Der weiß wahrscheinlich selber nicht mehr, warum der irgendwie Bundesliga spielt. Wurde da einfach reingeworfen, freut sich für seinen Jugendverein zu spielen. Ist halt 2,5 Ligen zu hoch. Es tut mir wirklich für den leid. Aber da musst du auch mal, also den Jungen musst du doch in Schutz nehmen. Oh, ich habe wirklich Angst, dass Henning Matriciani depressiv oder so wird. Ohne Witz, den musst du schützen, den Jungen. Den musst du schützen. Das kann ja nicht angehen. Du holst dann Viertligaspieler in die erste Mannschaft und naja, das ist der eine Punkt. Dann, einer unserer Schlüsselspieler letztes Jahr war Thomas Orian. Und ich glaube, und zwar allen so ein bisschen bewusst, hey, klar, vor allem wenn du Viererkette spielst, kannst du jetzt nicht erwarten, dass Orian wieder so eine Saison rausbrettert wie letztes Jahr. Das war uns allen klar. Der hat auch in der Rückrunde schon, als wir auf Viererkette umgestellt haben, schon einen Leistungsabfall gehabt. Aber ich schwöre es dir bei Gott, ich habe noch nie einen Trainer gesehen, der eine Aufstellung so auswählt, wodurch wirklich Schlüsselspieler gezielt schlechter werden. Bülter turnt irgendwo links auf dem Halbraum rum. Seine einzige Mission ist es, Bülti, wenn du den Ball hast auf dem linken Fuß, pöhl den mal mit deinem schwachen Fuß, der bei weitem nicht so gut ist wie dein rechter, hoch in Strafraum. Und ich weiß nicht, wann Orian das letzte Mal zur Grundlinie durfte. Ja gut, bei seinen Ecken, wenn er dahin läuft. Aber, also tut mir leid, aber meiner Meinung nach, Frank Kramer, nichts persönlich gegen den, hat auf den ganzen Pressekonferenzen einen netten Eindruck gemacht. Ich will den gar nicht persönlich beleidigen oder so. Aber ich habe einfach genug gesehen. Der Trainer macht die Mannschaft schlechter. Und das kannst du nicht von der Hand weisen. Ja? Wir machen auch individuelle Fehler. Aber alles, was man vor der Saison prophezeit hat, einfallsloses Offensivspiel, Probleme bei Standardsituationen, individuelle Fehler in der Defensive, weil die taktische Ausrichtung vollkommen falsch ist und deine Mannschaft verunsichert. Du hast alles bekommen, was dir Bielefeld-Fans und Leute, die Frank Kramer schon länger als 5 Spiele beobachtet haben, dir prophezeit haben. Du hast genau das bekommen. Und der trifft ja wirklich Entscheidungen, die kann ich nicht nachvollziehen. Mich würde wirklich interessieren, ob Salazar, Larsson und Aydin irgendwie wirklich, keine Ahnung, es kann sein, dass die dem vor die Tür gekackt haben. Das wird auf jeden Fall echt vieles erklären. Stimmt, Mollet gibt's auch noch. Mollet ist übrigens das, was ich in meinem Freundeskreis seit Jahren die Kaderleiche nenne. Wir haben einfach einen Spieler aus der ersten französischen Liga geholt, der da zweistellig gescored hat und der ist bei uns einfach eine Kaderleiche geworden, weil hey, Spieler, die was am Fuß können und offensiven Output haben, die sind bei uns einfach nicht gern gesehen. Und Junge, das tut mir so in der Seele weh, weil ohne Flachs, ich sag euch ehrlich, das ist keine Fanbrille, weil ich mit einigen von den Jungs cool bin, aber das ist einer der coolsten Mannschaften, die du seit Jahren als Schalke-Fan hattest. Du siehst, die sind untereinander cool. Das ist eine Einheit. Da ist keiner, der sich wichtiger als den anderen nimmt. Du hast einige junge Spieler dabei, die wirklich, wo du sagst, die haben Potenzial. Ich finde Salazar, Kraus, allen voran.
Malik Chow, das tut natürlich weh, dass du ihn jetzt verloren hast. Du hast Leute, mit denen du dich identifizieren kannst. Simon Terodde, Thomas Ojan, habe ich jetzt irgendeinen vergessen? Danny Latzer, der jetzt relativ wenig spielt. Und ey, das ist einfach wirklich, das ist nicht tragbar. Das ist nicht tragbar. Ja, Bülter auch, definitiv. Sind wahrscheinlich noch einige vergessen. Und das ist so schmerzhaft, Alter. Ihr müsst euch das mal überlegen. Tom Kraus geht während des Spiels. Wisst ihr, wie unser zweites Tor gefallen ist? Das 2-2, der Ausgleich. Der ist gefallen, weil Tom Kraus sich entschieden hat zu sagen, fick dich, Frank Kramer, ich spiele jetzt Fußball. Und wenn es sein muss, gehe ich dafür auch auf den Flügel. Aber Hauptsache, wir spielen jetzt Fußball. Und das ist ein Armutszeugnis. Ich sehe in dieser Mannschaft nichts Einstudiertes, außer den Ball planlos nach vorne zu wichsen. Und das ist nicht einstudiert, sondern das sieht aus wie eine Zwangsneurose auf dem Platz. Und wenn das dein einziger Output ist, den man als Trainer auf dem Platz sieht, dann hast du gottlos reingeschissen. Und um diesen Real Talk zu beenden, jeden Spieltag ab jetzt, den Frank Kramer noch auf der Bank sitzt, ist gefährlich für den gesamten Verein und die Zukunft FC Schalke 04. Jeden Spieltag mehr, den der bekommt. Weil ich habe mir das angeguckt und das reicht. Du hast das gesehen, was du sehen musst. Und alles, was du dem jetzt mehr an Zeit gibst, ist einfach gefährlich für den Verein. Punkt. Und mehr sage ich dazu auch nicht. Ja? Labert mich alle wieder voll. Hier gucken nicht nur 8280 Schalke-Fans zu, gerade bei mir im Stream. Da werden auch viele Fans von Gladbach, Dortmund, Bayern, keine Ahnung, durch die Bank dabei sein. Und die werden sich alle denken, hahaha, es ist mal wieder alle 4 Monate. Simon Gamer Brother ruft den Trainer raus. Aber ich stelle mich jetzt hier hin. 3. Oktober 2022. Jedes Spiel, dass du diesen Trainer länger im Amt hältst, ist ein verlorenes Spiel. Und geht mir nicht auf den Sack, wenn wir irgendwann nochmal vielleicht ein Pünktchen oder auch 3 Punkte vom Baum fallen. Du wirst auf Strecke mit diesem Trainer keinen Erfolg haben. Und ich sage sowas nicht häufig, aber ich schwöre es dir, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass wir gegen Leverkusen wirklich richtig, richtig dick aufs Maul bekommen, damit es da oben bei den Verantwortlichen einmal Klick macht. Weil das hat keine Zukunft. Das hat wirklich keine Zukunft. Und ich gebe euch noch einen Call. Wenn der FC Schalke 04 so selten dämlich ist, nicht spätestens während der Weltmeisterschaftspause den Trainer zu wechseln und die Zeit zu nutzen, einen neuen zu installieren, dann steigen wir ab. Weil es wird irgendwann der Punkt kommen, wo du das nicht mehr einholen kannst. Das wird kommen. Du kannst von absoluten Glück reden, dass es mit Bayer 04 Leverkusen eine Mannschaft gibt, die unerklärlicherweise gottlose Scheiße ist dieses Jahr, aber die werden uns zu 99% am nächsten Spieltag überholen, dann ist der nächste weg, dann hast du den VfB Stuttgart, der uns spielerisch meilenweit voraus ist und dann hast du VfL Bochum, die einfach Greuther führt, blau angemalt in diese Saison und wer mir fleißig zugehört hat, der weiß, es gibt hier gerade eine Mannschaft in dieser Liga, die noch schlechter ist als wir und 2, die aus Gründen noch hinter uns in der Tabelle stehen, aber das nicht mehr lange tun werden. Guckt auf die Tabelle. Wie viele Spiele sind gespielt? 8, 9. Wir haben 1 Sieg gegen Bochum. Punkte gegen Gladbach. 90. Minute einen Handelfmeter gekriegt. Punkte in Stuttgart in Überzahl. Punkt in Wolfsburg. Irgendwie 0-0. Mehr muss ich nicht sagen. Die Tabelle blendet gerade, oder die Tabellensituation gerade überschattet vieles, wie es eigentlich ist. Weil mit unserer aktuellen Leistung musst du eigentlich auf Platz 16 oder 17 stehen. Achso, ja. Yoshida ist in der Viererkette nicht Bundesliga-tauglich. Wenn du weiterhin mit dem arbeiten willst, stell den in eine Fünferkette ins Zentrum. Der Mann ist, ich sag's nochmal, hat mir vor 4 Wochen damit Feinde gemacht. Der Mann ist für den modernen Fußball in der Viererkette in jeder seiner Bewegungen 3 Jahre zu alt. Ist nicht böse gemeint, auch ein gerader Typ. Stehen, verteidigen, ist der wirklich in Ordnung. Aber nee. Ich möchte positive Sachen sagen, okay? Positive Sachen. Meiner Meinung nach siehst du, dass Simon Terodde erste Liga kann. Finde ich ehrlich. Positiv Simon Terodde.
ist das, was du als Kapitän haben möchtest auf dem Platz. Positiv beeindruckt. Hat diese Saison aus dem Spiel heraus 2 Bälle bekommen, hat beide Dinger reingemacht. Sage ich dir, Real Talk, Simon Terodde positiv. Alleine um Tom Kraus zu halten, wäre ein Ligaverbleib absolut Gold wert. Einfach nur, damit Tom Kraus bleibt, das wäre schon big, big, big. Gute Besserung an Salazar, gute Besserung an Vandenberg. Ich fand auch schon gegen Dortmund Schwolo besser. Ich habe das Gefühl, der hat so ein bisschen seine Phobie gegen hohe Bälle abgelegt. Kannst du wirklich nichts gegen sagen. Der Typ tut mir halt absolut leid, dass er halt diese hohen Bälle wichsen muss. Tommy Drexler hat 2 Vorlagen gemacht. Oh, Ruwe, do you know what's worth? Tommy Drexler is the best on earth. Ja, guck mal, das ist doch noch ein positives. Wie viel Score hat der jetzt eigentlich? Ist Tommy Drexler unser Topscorer? Tommy Drexler ist unser Topscorer. Eieiei. Tommy Drexler ist unser Topscorer. Doch, lass mich noch eine Sache sagen. Lass mich noch, ich hab's schon so halb gesagt. Aber eine Sache noch zu Frank Kramer. Und da werde ich jetzt, glaube ich, 1:1 das Wording von den Calcio Berlin Jungs übernehmen. Weil die es irgendwie, ich weiß gar nicht, in was für einem Format die das vor ein paar Wochen gesagt haben. Aber eine Sache musst du mir wirklich erklären. Und da nehme ich wirklich auf Ruven Schröder total in die Pflicht. Was denkst du, dass du bei den Fans für ein Feuer entfachen kannst, wenn du einen Trainer verpflichtest, wo alle Leute von vornherein wissen, deine Zeit auf diesem Stuhl ist begrenzt, du warst nicht die Wunschlösung und würden wir den nächstbesseren finden, bist du sofort weg. Da muss man auch wirklich die Verantwortlichen in die Pflicht nehmen, weil das Ding war zum Scheitern verurteilt. Heilige Scheiße. Das war wirklich zum Scheitern verurteilt.